Herzlich willkommen zu Balcony TV. Ich bin die Alex und ich befinde mich mal wieder auf dem Dach des Comeback Packer Hostels in Berlin und ich habe heute einen richtig coolen Künstler zu Gast und zwar Weekend. Hallo! Hi! Was performst du denn heute Schönes für uns? Ich spiele das Lied Sonnenbrand aus meinem jetzt neuen Album Für immer Wochenende. Okay, dann bin ich gespannt. Die Sonne scheint ja leider nicht, aber vielleicht kriegen wir trotzdem Sonnenbrand und ja, deine Bühne und viel Spaß dabei. Hoffentlich. Dankeschön. Bitte. Yeah. Und ich werde nicht mein Feuer verlieren. Nicht jetzt, nicht an euch, nicht hier. Auf einmal war die Euphorie wieder weg. Zurück zu Haus, wie komm ich mit dieser Stille zurecht? Pässe und Flyer an der Wand erzählen mir, wo ich war. Ohne Spaß, alles in der Wohnung hier ist so banal. Und ich merk selber, wie ich komisch werd. Ich ertrage die Normalität hier im Büro nicht mehr. Ach, ich sag der Chefin Bescheid, denn dieser Job und Musik, das scheint zu stressig zu sein. Ich kann Rap nicht als Beruf sehen, Latte. Nicht jeder, den ich treffe, ist so cool, wie ich dachte. Man redet gegenseitig schlecht über sich, doch lächelt sich ins Gesicht, wenn man sich auf Festivals trifft. Ich hasse diesen Business-Mist und fange langsam an zu denken, dass das nichts für mich ist. Ach, worüber denk ich hier nach? Ich wollte nur rappen und der Rest ist egal. Zurück dahin. Und ich werde nicht mein Feuer verlieren. Niemals, nicht jetzt, nicht an euch, nicht hier. Wir fahren irgendeinen anderen Film. Ab jetzt ist Wochenende, dann wenn ich will. Und ich werde nicht mein Feuer verlieren. Niemals, nicht jetzt, nicht an euch, nicht hier. Wir fahren irgendeinen anderen Film. Ab jetzt ist Wochenende, dann wenn ich will. Und ich besinn mich drauf zurück, worum es früher ging. Einmal ich gegen alle, zurück dahin. Ich muss die Dinge eben neu sortieren. Wir sind gerne da, doch suchen keine neuen Freunde hier. Ich verbring die freie Zeit in meiner Gegend. Die Kneipe nebenan, ich geh nicht feiern mit der Szene. Und geb keinen Fick auf dieses Wahl-Berliner Party-Ding, weil alle, die ich sehen möchte, hier vor meiner Nase sind. Oh, ne Runde Wodka auf die alte Zeit. Sommer meines Lebens und der Sonnenbrand ist abgeheilt. Wir führen es weiter fort. Die Sommer früher waren nicht heißer, Alter, nein, wir waren nur klein, sie kamen uns heißer vor. Es gibt keinen Grund, dass ich hier drin bleib. Ich dreh die Kugel auf dem Frontcover von innen ein. Die zweite Platte ist auf keinen Fall am schwersten, nein. Ich kann jetzt Rapper sein, für immer Wochenende. I feel like. Yeah. I feel like. No. Und ich werde nicht mein Feuer verlieren, niemals, nicht jetzt, nicht an euch, nicht hier. Wir fahren irgendeinen anderen Film, ab jetzt ist Wochenende, dann wenn ich will. Und ich werde nicht mein Feuer verlieren, niemals, nicht jetzt, nicht an euch, nicht hier. Wir fahren irgendeinen anderen Film, ab jetzt ist Wochenende, dann wenn ich will. Dankeschön. Dein Album kam ja am 24.04. raus und wenn du dein Album jetzt so, sagen wir mal, in 2 bis 3 Sätzen beschreiben würdest, wie würdest du es denn beschreiben? Oh, das sind wenig Sätze. mein Album ist ein sehr klassisches Hip-Hop-Album auf Hip-Hop-Beats, wie man das so kennt. Und es gibt keinen thematischen roten Faden, was ich an Alben sehr, sehr gerne mag. Also, wir haben halt einfach gemacht, was aus uns so rausgesprudelt ist, oder ich habe halt geschrieben, was aus mir rausgesprudelt ist. Und es gibt ernste Sachen, es gibt aber auch witzige Sachen, so wie man das halt von mir kennt. Und ich mag das in dieser Konstellation sehr, sehr gerne. Okay. Und hast du einen persönlichen Lieblingstrack auf dem Album, wo du sagst, okay, ja? Na, einen glaube ich nicht. Es gibt halt so Songs, wo ich einen krasseren, persönlicheren Bezug habe, wie Sonnenbrand oder wie halt Willkommen zu Hause zum Beispiel. Es gibt so Songs, wo ich sage, so ja, das vom Sound und so wie das gerappt ist, ist das irgendwie genau das, wo ich irgendwie hin will bei so einer Art von Song. Also ich mag zum Beispiel den Song mit Sido für immer Kind sehr, sehr gerne oder ich mag Alles Meins sehr, sehr gerne. Okay. Das, hängt dann auch immer so ein bisschen mit den Beats zusammen, wenn die geil sind. Ne? Ja, ja,
Ich kann mich nicht für einen entscheiden. Das musst du auch nicht. Und letzte Frage. Wo holst du dir denn deine Inspiration her? Also, was inspiriert dich da so? Boah, das ist halt total unterschiedlich. Es gibt nicht so eine Situation, wo ich irgendwie schreibe oder wo ich Ideen habe. Das ist manchmal auf der Couch und manchmal im Auto, manchmal unter der Dusche und manchmal vielleicht auch heute hier. Da bin ich mal gespannt, ob dann ein Song darüber geschrieben wird. Ja, mal gucken. Ja. Dann bedanke ich mich, dass du da warst und ja. Danke für die Einladung. Gerne. Back in ETV.